Ja, vielen Dank, Herr Ömer, meine sehr verehrten Damen und Herren. Topfit stehen wir heute alle hier auf der Bühne. Wir freuen uns sehr und ich denke, das haben wir eben im Bundesvorstand auch festgehalten, die großartige Wahlerfolge in Schleswig-Holstein mit Wolfgang Kubicki, mit Christian Lindner in Nordrhein-Westfalen sind eine absolute Ermutigung für die gesamte Bundespartei, für alle Mitglieder der FDP. Seit letztem Sonntag, in Verstärkung auch seit gestrigem Sonntag, können alle Mitglieder der FDP mit erhobenem Haupt ihre liberalen Positionen bei ihren Freunden am Arbeitsplatz wiederum vertreten. Das ist ein Verdienst unserer beiden Spitzenkandidaten und Wahlkämpfer in den beiden Bundesländern. Und deswegen haben wir uns ausführlich und ausdrücklich auch bei beiden und bei den Freunden in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen heute im Bundesvorstand bedankt. 4 Punkte können wir aus dem Ergebnis der Wahl darüber hinaus mitnehmen. Zum einen ist man sehr erfolgreich als liberale Partei, wenn man klar liberale Positionen bezieht und konsequent auch für diese Positionen eintritt, sie ihr Ergebnis auch dann durchfechten kann. Wir haben das gesehen, auch bei der inhaltlichen Frage, zum Beispiel Kampf gegen die Verschuldung. Das war auch ein Thema, das sich andere Spitzenkandidaten ja in Nordrhein-Westfalen dann selber auf die Fahnen geschrieben haben, aber sie konnten es nicht so mit der Glaubwürdigkeit verknüpfen, wie es Christian Lindner konnte aufgrund auch der Leistung der, man muss ja jetzt schon sagen, ehemaligen FDP-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen, die ja die Position vertreten hat, lieber neue Wahlen als neue Schulden. Und das hat eben nicht nur eine richtige inhaltliche Botschaft, sondern auch mit der notwendigen Glaubwürdigkeit verknüpft. Und das hat im Ergebnis dann den Erfolg gebracht. Und gleiches gilt für die Kollegen und Freunde in Schleswig-Holstein. Die letzten 2,5 Jahre in Regierungsverantwortung war das Thema Abbau der Verschuldung ein liberales Thema, ein Thema auch getrieben von der Fraktion in Schleswig-Holstein unter der Führung von Wolfgang Kubicki, also auch hier dieses Thema mit einer enormen Glaubwürdigkeit ausgestattet. Das Zweite, was man daraus lernen kann, ist die inhaltliche Ausrichtung. All das Linksblinken, das Grünblinken von Seiten der Union im Ergebnis keinen Erfolg gebracht. Umso größer war der Erfolg für eine Partei der Mitte, für eine liberale Partei, die diese Position bezogen hat, beginnen mit Dreikönig über den Bundesparteitag, dann eben mit den Erfolgen bei den Landtagswahlen selber. Das zeigt, die Menschen wollen eine Partei der Mitte. Sie wollen eine liberale Stimme in den Landtagen, in den Parlamenten, auch hier in der Regierung. Und das wird drittens dazu führen, dass wir weiter auf dem Kurs gehen, die Stimme der Vernunft sein, die Stimme auch derjenigen zu sein, die sich von anderen Parteien nicht mehr repräsentiert fühlen, eben der liberalen Mitte in unserer Gesellschaft. Allerdings, und das wäre dann das Vierte, wir alle wissen, dass die großartigen Wahlerfolge unserer beiden Spitzenkandidaten der beiden Landesverbände in den beiden Ländern mindestens auch für die Bundespartei ein Stück weit Vorschussvertrauen sind. Das bedeutet, wir müssen dieses Vorschussvertrauen durch solide, seriöses Arbeiten in dieser Regierungskoalition rechtfertigen. Das werden wir auch tun, indem wir uns dafür einsetzen, in der richtigen politischen Richtung mit der notwendigen Konsequenz als Stimme der Mitte, als liberale Partei, als Stimme auch der Vernunft in dieser Regierungskoalition. Das können wir von dieser Stelle aus mitnehmen. Und nochmals herzlichen Glückwunsch und danke auch an die beiden wahlkampfführenden Landesverbände. Ja, meine Damen, meine Herren, die FDP hat sich in Nordrhein-Westfalen eine neue Chance erkämpft. Das war vor einigen Wochen nicht absehbar, dass wir sogar gestärkt in den Landtag zurückkehren würden. Es hat sich gezeigt, dass die Prinzipienfestigkeit der alten FDP-Landtagsfraktion von den Wählerinnen und Wählern honoriert worden ist. Die FDP hat sich damit wieder Respekt erarbeitet durch diese klare Haltung. Und zugleich haben wir damit ja auch eine neue politische Prioritätensetzung für die FDP markiert und auch mit großer Ernsthaftigkeit durch die Entscheidung im Landtag auch unterstrichen. Es gibt in Deutschland eine große Gruppe von Menschen, ehemalige Friedrich-Merz-Wähler, ehemalige Wolfgang-Clement-Wähler, auch zum Teil enttäuschte FDP-Wähler der letzten Bundestagswahl, die politisch heimatlos sind, die auf der Suche sind. Und für diese Menschen konnten wir ein politisches Angebot machen in Schleswig-Holstein, auch in Nordrhein-Westfalen, die sich der FDP wieder angenähert haben, wegen eines klaren politischen Profils.
Wir haben uns klar in NRW zu der sozialliberalen Tradition des Landesverbandes bekannt. Wir haben sehr gut mit der SPD in den 70er Jahren regiert. Wir haben aber zugleich auch deutlich gemacht, dass wir 2005 bis 2010 eine erfolgreiche Koalition mit der Union hatten. Und aus dieser unabhängigen Position im Parteiensystem haben wir mit vernünftigen Antworten auf die wesentlichen Sachfragen Finanzen, Bildung, Industriestandort wieder Vertrauen und Kompetenz zurückgewinnen können. Diese unabhängige Position werden wir auch in der anstehenden Oppositionsarbeit im Landtag dann fortsetzen. Ich freue mich auf die Arbeit im Landtag. Nordrhein-Westfalen ist ein besonderes Bundesland aufgrund seiner Größe. Wir haben jetzt eine spannende Konstellation, eine Union, die in der Sache nicht klar aufgestellt ist. Ich sage das ohne jede Schadenfreude, die auch personell sich neu sortiert. Und eine FDP, die gestärkt mit einem klaren Profil jetzt der deutlichste Kontrast zur rot-grünen Regierung sein kann. Also ich freue mich auf die Arbeit im Landtag jetzt sehr. Ich gehe jetzt hierher, sonst heißt es, ich verdränge den Bundesvorsitzenden vom Mikrofon. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin froh, glücklich und stolz zugleich, dass es Christian Lindner und der FDP Nordrhein-Westfalen gelungen ist, innerhalb einer Woche zum zweiten Mal zu dokumentieren, dass man als FDP bei Wahlen mehr als 8% erzielen kann. Das sind ja unterschiedliche Länder, auch unterschiedliche Charaktere, die zur Wahl gestanden haben, unterschiedliche Themen. Aber es zeigt, dass es entgegen der veröffentlichten Meinung und entgegen der Auffassung der Meinungsumfrageninstitute ein ausreichendes Potenzial an Wählerinnen und Wähler für die FDP gibt, das wir erreichen können. Innerhalb einer Woche zweimal ein Ergebnis, was alle überrascht hat, das ist schon ein Erfolg und darüber können wir uns alle insgesamt freuen. Wir haben darüber diskutiert, der Bundesvorsitzende Christian Lindner und ich habe für mich daraus folgende Schlüsse gezogen. Erstens, trau keinen Meinungsumfragen, weil das noch keine Wahlergebnisse beinhaltet. Und zweitens, für mich selbst auch, wie schnell man von einem unsympathischen Menschen zu einem sympathischen werden kann. Auch als Person. Ich gelte momentan in Schleswig-Holstein als einer der beliebtesten Politiker, etwas, was mir vor zwei Jahren noch niemand zugetraut hat. Und selbst in meiner eigenen Partei fliegen mir mittlerweile die Herzen zu, obwohl ich noch vor fast einem Jahr darum kämpfen musste, überhaupt in den Bundesvorstand gewählt zu werden. Das sind doch herausragend gute Vorzeichen auch für das Jahr 2013 und das, was dann vor uns liegt. Herr Rösser, zum einen, wenn sich Ihr Koalitionspartner, die Union, jetzt im Bund anscheinend richtig zerlegt, dann bricht Ihnen ja eine Machtoption weg. Also wann sind Sie auch bereit zu sagen, wir müssen möglicherweise auch im Bund über eine Ampelkoalition nachdenken? Und die zweite Frage richtet sich an das Betreuungsgeld oder zur Frage Betreuungsgeld. Da hat Ihr Koalitionspartner aus Bayern gesagt, er wird erstmal an keinem Koalitionsausschuss teilnehmen oder es wird auch keine Sitzung des Koalitionsausschusses geben, bis diese Frage geklärt ist. Wie bewerten Sie dieses Verhalten? Zunächst mal bleiben wir bei unserer Position in Bezug auf Betreuungsgeld, dass die Union, die Unionsparteien untereinander sich einig werden sollten. Die sollen sich auf ein Modell verständigen. Und das können wir dann gerne auch gemeinsam in der Koalition diskutieren. So ist die Reihenfolge erst innerhalb der Union, also CDU, CSU und danach gerne innerhalb der Koalition. Im Übrigen glaube ich, das können Sie auch unter dem Begriff Vorschussvertrauen verstehen. Dass wir wissen, es waren großartige Ergebnisse in den beiden Ländern. Aber sollte uns jetzt nicht dazu verleiten, vor Kraft kaum laufen zu können, sondern wir werden mit unseren Argumenten versuchen, korrektiv weiterhin in dieser Regierung zu bleiben, zum Beispiel bei den eben angesprochenen Themen, aber auch bei dem wichtigen Thema Energiepolitik. Das wird unser Weg sein, die Stimme der Vernunft. Und wie gesagt, manche haben festgehalten, dass die Diskussionen, die die FDP hinter sich hat, vielleicht noch andere Parteien noch vor sich haben. Aber das ist dann Sache auch der anderen Parteien und nicht Sache hier in den Erörterungen gewesen im Bundesvorstand der FDP. Zum einen eine Frage an Herrn Lindner. Was empfehlen Sie denn aufgrund Ihrer Erfahrungen jetzt Herrn Rösler für den Bundestagswahlkampf? Und zum Zweiten eine Frage an Herrn Rösler. Bei den Nachwahlumfragen und Analysen kam gestern, dass die Bundespartei wie eine leere Hülle sei, der alle Themen und Sonstiges fehlten. Wie wollen Sie denn diese Hülle wieder füllen? Herr Keller, ich bitte Sie um Verständnis, dass ich öffentlich keine Ratschläge erteile. Und die landespolitische Situation in Kiel und Düsseldorf erforderte natürlich jeweils ein anderes Vorgehen als auf der Bundesebene, die Ausgangslage eine ganz andere. Insofern kann man nicht alles übernehmen und übertragen.
von bestimmten Dingen kann man sich inspirieren lassen, aber das ist heute nicht das Thema. Und was wir übernehmen können, ist die Erkenntnis, die eben Wolfgang Kubicki schon mal formuliert hat, nämlich, dass man nicht so irre viel auf Umfragen und auch nicht auf solche von Ihnen beschriebenen Umfragen dann Wert legen sollte. Man muss seinen eigenen Kurs haben, seine eigenen Ziele, seine eigenen Vorstelle, auch seine eigenen Inhalte. Den Schuh brauchen wir uns, glaube ich, an der Stelle nicht anzuziehen, sondern wir werden weiter seriös die politischen, inhaltlichen Positionen vertreten, also auch das Thema Haushaltskonsolidierung auf Bundesebene. Ich hatte schon angesprochen, das Thema vernünftige Wirtschaftspolitik, insbesondere ganz aktuell das Thema Energiepolitik und natürlich auch Stabilisierung der Währung. Und das Ziel ist es, sich nicht nach Umfragen zu richten oder gar seine Strategie auf Umfrageergebnisse oder vermeintliche Umfrageergebnisse auszurichten, sondern das umzusetzen, das zu transportieren und zu vertreten, was man aufgrund der Argumente für richtig hält. Union, das war ja das schlechteste Ergebnis der CDU in Nordrhein-Westfalen seit Bestehen des Landes Nordrhein-Westfalen. Kann das die Kanzlerin einfach so wegstecken? Was bedeutet das für die Regierungsarbeit hier in Berlin? Wird das nicht teilweise schwieriger werden, mit der Union zusammenzuarbeiten? Also Sie hatten schon vor Wochen und Monaten deutlich gemacht, dass wir feststellen, dass sich insgesamt die Parteienlandschaft eher nach links bewegt, als Sozialdemokratisierungstendenz innerhalb aller Parteien. Wir hatten auch schon im Vorfeld auch der Wahl in Nordwestfalen klargemacht, das ist für uns eine riesige Chance. Wenn Platz gelassen wird in der Mitte, dann werden wir als FDP diesen Platz besetzen. Das haben die Kollegen gezeigt, eben in Schleswig-Holstein, in Nordrhein-Westfalen. Das ist unser Weg und die Diskussionen, die in anderen Parteien zu führen sind, die sollten auch in anderen Parteien geführt werden, ohne Tipps an der Stelle von außen und selbst auch wenn es der befreundete Koalitionspartner ist. Regierungshandeln, wird das schwieriger? Glauben Sie, dass Angela Merkel mehr unter Druck steht, auch innerhalb der Partei, und dann kann das Auswirkungen haben auf das Regierungshandeln? Das warten wir jetzt zunächst immer erstmal ab. Wir sehen ja jetzt, die Kollegen haben ja noch einiges zu entscheiden und zu diskutieren. Das werden sie dann auch tun. Sie werden zu einer Entscheidung kommen und dann werden sie mit uns wieder sprechen und dann werden sie feststellen, inwieweit das vielleicht Auswirkungen gehabt hat, aber ich gehe davon erstmal nicht aus, sondern wir haben gemeinsam ein klares Ziel in Regierungsverantwortung hier auf Bundesebene und haben auch gemeinsam große Verantwortung, wie gesagt, Energiewende oder aber auch das Thema Stabilisierung der Währung. Da mache ich mir eigentlich weniger Sorgen. Also Sie haben größere Probleme mit Seehofer als mit uns. Das war's. Ich wollte sagen, sie hat wahrscheinlich größere Probleme mit Horst Seehofer als mit uns. Sie haben vor ziemlich exakt 5 Monaten hier zuletzt auf dieser Bühne gestanden und haben Herrn Rösler damals die Zusammenarbeit aufgekündigt. Wie muss man sich das denn in den nächsten Monaten zwischen Ihnen beiden persönlich vorstellen? Gibt es da jetzt wieder ein Vertrauensverhältnis? Erläutern Sie uns das doch mal. Lieber Jungold, es war übrigens auf den Tag genau vor 5 Monaten, noch nicht mal halb exakt. Ich habe damals aber nur ein Amt aufgegeben und keine Überzeugung in der Sache. Ich habe ja auch weiter für die FDP gearbeitet und Sie und die Kolleginnen und Kollegen von Ihnen hier wissen, dass ich mit dieser Entscheidung, die ich mir nicht leicht gemacht habe, auch seriös umgegangen bin und damals wie heute aus persönlichen Gesprächen nicht berichte. Und so will ich es auch weiter halten, dass Philipp Rösler und ich ein ordentliches Verhältnis haben, ist kein Geheimnis, hat damals ja auch kein persönliches Zerwürfnis gegeben, sondern ich habe es für angezeigt gehalten, dass die FDP eine neue Aufstellung findet, wenn man eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden kann, wenn es Erwartungen Dritter gibt und man das nicht zusammenbekommt, dann ist es doch nur richtig, dass man dann auch insgesamt zu einer neuen Aufstellung kommt und so ist es ja dann auch in der Nachfolge gewesen. War im Nachhinein auch eine richtige Entscheidung, sonst hätten wir nicht einen Spitzenkandidat gehabt. Ich habe 2 Fragen. Zum einen, hier sind die beiden Wahlsieger der letzten 2 Wochen, die ja während des Wahlkampfs naturgemäß in der FDP dann auch immer an Präsidiumssitzungen, glaube ich, teilgenommen haben. Gibt es Überlegungen, diese beiden Wahlkämpfer stärker in die Partei jetzt einzubinden, also ihn sie vielleicht zu kooptieren im Präsidium? Und das Zweite, eine Frage an Herrn Kubicki. Herr Kubicki, Sie hatten auf dem letzten Parteitag in Karlsruhe ja nochmal Ihre alte Forderung wiederholt, Spitzensteuersatz anheben, um die kalte Progression, also die Entlastung dort vorzunehmen. Sind Sie der Meinung, dass die FDP künftig vielleicht solche Fragen, die vielleicht eher in Ihrer Partei bislang Tabus sind, mehr braucht, um sich programmatisch für den Bundestagswahlkampf 2013 aufzustellen?
Die erste Frage war ja sozusagen eine Gremienfrage. Ich habe nicht den Eindruck, als würden die beiden Personen und Persönlichkeiten formale Parteiämter brauchen, aber zum Trost, beide sind Landesvorsitzende und ich darf da sagen, Christian, der Landesvorsitzende des größten, abstandgrößten Landesverbandes. Also wenn es darum geht, politisch inhaltlich sich einzubringen, auch in die Bundespolitik, dann werden das beide so wie in der Vergangenheit tun. Und da war, glaube ich, nicht das Entscheidende, dass sie als Wahlkämpfer dann auch während der Wahlkampfphase in das Präsidium dann eingeladen wurden. Ich muss meinen Bundesvorsitzenden, obwohl mir das leid tut, korrigieren. Ich bin nicht Landesvorsitzender, aber ich habe offensichtlich so einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich habe auch während des Wahlkampfes nur an einer Präsidiumssitzung teilgenommen, weil ich im Übrigen einen Wahlkampf gemacht habe. Das hat sich im Zweifel auch im Ergebnis bewährt. Aber die Wirkungsmöglichkeit von mir oder von Christian Lindner hängt nicht davon ab, dass wir in bestimmten Führungsgremien der Partei bestimmte Ämter einnehmen. Denn wenn die Einnahme von Ämtern schon Wirkung erzeugen würde, hätten einige unserer Kolleginnen und Kollegen weniger Probleme. Jetzt zu der Frage, sage ich ganz offen, jetzt zu der Frage, was war Ihre Frage nochmal? Spitzensteuersatz. Ich finde, das war ja ein Vorschlag, wenn wir wie ich feststellen, dass wir eine Steuerniveausenkung auf absehbare Zeit nicht hinbekommen und uns im Rahmen der kalten Progression bewegen wollen, ob man im System selbst keine Glättung vornehmen kann. Ich finde, meine Partei sollte viel offener und offensiver verschiedene Fragestellungen diskutieren, weil die Menschen nachvollziehen wollen, wie wir zu bestimmten Positionen kommen und weil selbstverständlich auch in einer Partei wie der FDP, wie in allen anderen Parteien übrigens auch und wie in der Bevölkerung, eine Vielzahl von Meinungen abgebildet werden muss. Und entscheidend ist, dass man nachvollziehen kann, das war die Lehre aus meinem Wahlkampf, wie wir zu bestimmten Positionen kommen, wie wir sie erklären. Das mögen die Menschen akzeptieren oder auch nicht, aber sie sehen die Ernsthaftigkeit der Debatte. Und ich finde es wirklich anerkennenswert, auch von meiner Bundespartei, dass die Diskussionen deutlich offener geführt werden, als es noch vor 3, 4, 5 Jahren der Fall war, als wir sozusagen aus der Oppositionsrolle heraus uns auf Bundesebene erstmal etablieren wollten. Jede Frage dürfen Sie stellen. Ich weiß nicht, ob Sie die gewünschte Antwort kriegen, aber Fragen dürfen Sie stellen. Die Justizministerin hat uns gegenüber gesagt und auch, glaube ich, anderen Journalisten, dass sie, weil sie beide sozusagen mit FDP pur, also mit keiner klaren Koalitionsaussage in den Wahlkampf gegangen sind, dass eine Option sei für die Bundestagswahl. Sind Sie, Herr Kubicki, der Meinung, dass Ihre Partei sich loslösen sollte von einer Zentrierung auf Schwarz-Gelb, wie es ja im Moment nun immer noch der Fall ist? Also zunächst einmal schätze ich Frau Lothäuser-Schnarrenberger sehr und freue mich, dass sie ihre eigene Meinung artikuliert. In Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein gab es keine Machtoption für die FDP. Es gab keine wirklich realistische Koalitionsmöglichkeit. Deshalb ist der Wahlerfolg in beiden Ländern mit mehr als 8% ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Menschen es langsam auch leid sind, diese Spekulationen, die ja gern betrieben werden, nicht nur in den Medien, sondern an Stammtischen, wer kann mit wem. Diese Diskussion sind die Menschen leid. Sie wollen wissen, wie lösen Menschen Probleme, die auf dem Tisch liegen. Und dafür sind sie mittlerweile auch in den Ländern bereit, verschiedene Konstellationen hinzunehmen. Das ist eine Lernerfahrung. Ich gebe keine Empfehlung für den Bund ab. Ich habe heute Morgen scherzhaft gesagt, uns kommt langsam der Koalitionspartner abhanden bei der Größe der Union. Das war etwas übertrieben in der mir eigenen bescheidenen Art. Aber gleichwohl muss für die FDP auch gelten, dass wir uns für den Fall, dass Konstellationen, die wir uns wünschen, nicht möglich sind, jedenfalls die Problemlösungsmöglichkeiten erhalten. Hans-Dietrich Genscher hat mal gesagt, die Probleme suchen sich im Zweifel die Mehrheiten, die notwendig sind, um sie zu lösen. Das ist ein sehr kluger Satz und den sollten wir beherzigen. Entscheidend ist, wir werden gewählt für das, was wir wollen, für das, was wir anbieten und nicht für das, was andere wollen, andere anbieten. Und das wird auch die, glaube ich, Lernaufgabe des Jahres 2013 sein, zu dokumentieren, in welchen Fällen, in welchen Politikbereichen wir für uns in Anspruch nehmen, die höchste Kompetenz zu besitzen und dafür das Vertrauen der Menschen zu erreichen. Für die Zukunft müsse auch gelten, dass wir nur nicht tagtäglich auf die Umfragen schauen, sondern wir müssen unser Programm versuchen durchzusetzen und so weiter, uns an Sachfragen orientieren. Bedeutet das, dass, sagen wir mal, die Umfragen, die auch in den kommenden Wochen wieder veröffentlicht werden, dass Sie das gar nicht interessiert ist? Sie sagen, ach, egal ob 4, 5, 6, 7 oder interessiert mich nicht. Vielleicht darf ich mal, da kann man in die Beantwortung der vorhergehenden Frage ein Stück weit mit einbauen, an der Stelle Wolfgang Kubicki zitieren aus der eben stattgefundenen Bundesvorstandssitzung. Er hat gesagt, wenn die Menschen das Gefühl haben, dass politische Entscheidungen aufgrund von taktischen Erwägungen getroffen werden, dann gewinnt man nicht, sondern man verliert an Glaubwürdigkeit. Und wenn man das Gefühl hat, die treffen nur in der Politik, egal auf welcher Ebene, eine Entscheidung, weil die Umfragen mal so oder mal so sind, und zwar egal ob inhaltliche Fragen
oder auch Koalitionsaussagen, dann werden Sie damit keine Glaubwürdigkeit gewinnen, sondern Glaubwürdigkeit verlieren. Wenn Sie sie inhaltlich begründen können, inhaltlich tragen können, dann ist das gut und richtig und dann gewinnen Sie auch die Glaubwürdigkeit, die Sie als Politiker, egal welcher Partei, dann brauchen. Und so ist das dann auch bei der Frage der Umfragen. Wir richten uns nach dem, was wir für richtig halten, was wir glauben, eine gute Position ist, um die Probleme der Menschen im Lande zu lösen. Das werden wir vertreten innerhalb der Koalition mit der notwendigen Konsequenz. Und wenn die Argumente gut gewählt sind, wenn die Begründungen gut sind, dann werden wir auch den notwendigen Erfolg haben, unabhängig von den Umfragen. Und nochmals der Hinweis, aufgrund von Umfragen, das war die Kernaussage, sollten Sie niemals eine Strategie aufbauen, sonst hätten die Kollegen in der Union eine ganz andere Strategie aufgebaut. Und was hätten die beiden gemacht bei Umfragen von 2 oder 3% in den Ländern? In ihre Koffer gepackt, wären die Südsee gefahren. Das wäre sozusagen die Strategie auf der damaligen Umfrage gewesen. Sie haben es anders gemacht. Sie haben gesagt, wir wollen die Umfrage drehen und Sie wollen sie besser machen. Das ist ja durchaus ein ehrenwertes Ziel und das gilt auch für die kommenden Monate auch auf Bundesebene. Also hier sitzen ja einige Kolleginnen und Kollegen, die mich im Wahlkampf begleitet haben. Und immer auf die Frage, Herr Kubicki, was kann die FDP in Schleswig-Holstein schaffen, habe ich gesagt, zwischen 6,5% und 9%. Und da habe ich immer gedacht, der hat was geraucht. Ne? Und es ist ja nahe dran. Also Christian Lindner ist ja nun näher an den Neuen, der ist wirklich besser als ich, muss man sagen, neidlos. Aber das ist das Potenzial, ja, ist ja so. Er ist die Zukunft, ich bin die Vergangenheit. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man nur darauf rekurriert, was sagen einem Umfragen, fällt man in Depression jeweils als Liberaler in der Vergangenheit. Die entscheidende Lernaufgabe war, wie drehen wir das? Wie gewinnen wir das Vertrauen der Menschen zurück? Ohne Machtoption. Früher haben uns Wahlforscher gesagt, wenn es keine Machtoption gibt, dann gibt es für die FDP auch keine Zukunft. In beiden Ländern ist ohne Machtoption ein Ergebnis erzielt worden, von dem Sie vor 6 oder 8 Wochen noch gesagt hätten, ein Wunder, unmöglich. Und ich glaube schon, die Menschen sind weiter, als wir das glauben. Sie werden ständig belagert mit krisenhaften Situationen und zweifeln an der Problemlösungskompetenz von Politikern insgesamt. Und sie wollen wissen, wie wir zu bestimmten Entscheidungen kommen. Wenn man das erklären kann, kann man die Menschen auch mitnehmen. Und das, wie gesagt, wird die Lernaufgabe des Jahres 2013 sein, den Menschen zu erklären, wie wir zu bestimmten Positionen gekommen sind, um sie wieder für uns zu gewinnen. Jetzt trete ich zurück. Gauck und Schlecker waren zwei Stichworte, die Ihre Politik in der Vergangenheit, in der jüngsten Vergangenheit gekennzeichnet haben. Es war eine gewisse Eigenwilligkeit. Inwieweit war diese neue Methode verantwortlich für den Wahlsieg in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen? Und kann die Kanzlerin, kann die Bundesregierung, kann die CDU sich auf diese Eigenwilligkeit, auf die Fortsetzung einstellen? Spielen Sie jetzt mit den Muskeln. Zeigen Sie, wer Sie sind und was Sie können. Als zunächst mal waren die Wahlsiege, ich will es nochmal betonen, in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen Verdienst der beiden Spitzenkandidaten und der Parteifreunde jeweils vor Ort. Und mit Sicherheit hat die ein oder andere Entscheidung und Positionierung auf Bundesebene ihren Beitrag selber damit so geleistet. Und allen gemeinsam ist, dass sie feststellen können, dass die Begrifflichkeit Konsequenz bei all diesen Entscheidungen eine große positive Rolle gespielt hat. Auf dem Weg wollen wir weitergehen. Ich hatte es angedeutet in meiner Analyse eben der 4 Punkte. Aber gleichzeitig sollte man eben immer wissen, mit der notwendigen Souveränität auch seine Position vorträgt. Wir wissen, wir haben jetzt tolle Ergebnisse in den Ländern, aber nochmals, es ist Vorschussvertrauen für die Bundespartei insgesamt und genauso souverän wollen wir auch mit diesen beiden Wahlsiegen dann selber umgehen. Nicht nur, dass ich sage zwar, sondern ich sage, die Union muss sich untereinander erstmal einig werden, wie sie das machen, ob sie über Zeitungsartikel sich gegenseitig Modelle vorschlagen. Ist mir da einerlei. Wenn sie zu einem Ergebnis kommt, sind wir sofort offen bereit und jederzeit erreichbar, um gemeinsam über ein Unionsmodell dann gemeinsam in der Koalition zu sprechen. Die allerletzte noch. Herr Lindner hat in Nordrhein-Westfalen das Wort gegeben, er bleibt in Düsseldorf am Rhein. Herr Rösler, können Sie sich vorstellen, dass er doch wieder zurückschwimmt? Ich meine, so einen blau-gelben Hecht, können Sie darauf verzichten auf Bundesebene? Das haben Sie aber jetzt gut konstruiert mit dem Schwimmen und dem Hecht, da muss man erstmal das geistig mit verarbeiten. Aber selbstverständlich, nochmals, also Christian Lindner wird Partei- und Fraktionsvorsitzender, jetzt schon Landesvorsitzender, dann auch Fraktionsvorsitzender, damit es da keine Irritationen gibt. Wolfgang, du hast da vollkommen recht. Und das ist unabhängig davon eine starke Stellung, natürlich auch in der Bundespartei. Das war über alle Zeiten hinweg bei allen Landesvorsitzenden so. Das wird auch mit Christian in Zukunft in jedem Fall so bleiben.